Willkommen bei weiterer Folge City Bus. Ich habe jetzt gerade neu gestartet, neuer Tag für mich, ich habe geschlafen. Ich frage mich jetzt gerade ganz kurz, wo habe ich denn die 187.000 Euro weg? Wie komme ich denn an so viel Geld? Naja. Alter, die ist ruckeln. Himmel, die Berge. Da müssen wir mal gucken, ob wir das ein bisschen jetzt in den Griff kriegen mit den Fahrzeiten. Denn hier unten 6 Minuten und 4 Minuten. Mehr Busse. Mehr Busse und mehr Personal, sonst wittert er wahrscheinlich wohl wieder nix. Aber Geldkorb, gut, kannst nichts zu sagen. Läuft, gestern war er mit 267.000 Euro eigentlich ganz gut. Gestern 200.000 gemacht. Da kann man sich ja schon fast eigentlich nicht beschweren. Können wir denn mit einem der Busse mal mitfahren? Ist hier die olle Linie? Da. Acht, um 17:30 Uhr kommt der nächste. Mal gucken. Also ein bisschen langsamer machen. Ein bisschen ohne Ruckeln spielen, danke. Ich denn jetzt, haben wir irgendwo einen richtigen Sprung drin oder so an Zeiten oder so? Weil ab und zu hat man das ja von Haltestelle zu Haltestelle, sind auf einmal 2 Minuten und der nächste sind wieder 2 Minuten, sind schon 4 Minuten. Und dann kann man da theoretisch einzelne Haltestellen optimieren. Aber ich sehe auch schon, dass das eigentlich auch eher eine Gelenkbuslinie werden wird. Wir brauchen mehr Gelenkbusse. Weil der Bus ist nämlich jetzt schon wieder voll. Da wartet er. Aber wenn das wirklich daran liegt, dass der einzelne, wenn die Monuments, die Umläufe auch im Solo-Bus fahren, da die Busse dann so voll sind, dass das dann einfach nicht mehr klappt, dass das tatsächlich dann den Rahmen sprengt, hätte ich schon fast gesagt. Aber wenn man jetzt zu so 1828 guckt, der Linienweg geht ja eigentlich, hätte ich gesagt. Auch zeitlich gesehen ist er eigentlich ganz gut geworden. Aber wir sind jetzt auch gleich durch, hätte ich gesagt. Mal gucken, ob es auf dem Rückweg irgendwelche Probleme gibt. Klassische Vorführeffekt, jetzt haben wir gar nichts, jetzt läuft das. Würde mir natürlich auch gefallen, aber naja. Ich gehe schon fast davon aus, dass die Rush-Hour-Zeiten da richtig rein klotzen und wir dann da die Probleme bekommen. Also zu normalen Zeiten geht er. Natürlich können wir ja sagen, wir machen für die Rush-Hour-Zeiten, setzen mit den Intervall kürzer. Dann kriegen wir wahrscheinlich die ein, zwei Busse, brauchen wir mehr. So sieht das eigentlich ganz gut aus. Der Bus ist natürlich voll, gar keine Frage. Aber im Großen und Ganzen sieht es natürlich schon eigentlich ganz gut aus. Wir setzen zu Rush einfach nur ein, zwei Busse mehr ein. Denke ich. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Linien, Fahrplan, Fahrplan bearbeiten.
Ja, kurz grob gucken. Er fährt auf theoretisch alle 30 Minuten Wache. Wir machen alle 30 Minuten, dann fährt um 5 Uhr, 5 Uhr 30, 6, 6 Uhr 30, 7, 7, 3, 8, 8, 9, ja, passt theoretisch. Wir planen da den noch mit ein. Das sollte jetzt fürs Wochenende keine Unterschiede machen, nur auf dem Montag. Achso, guck mal, das passt sogar noch besser mit den Linien. Das ist natürlich smart. Das passt da richtig gut. Das gefällt mir jetzt schon. Kurz gucken, ob irgendwas grob operiert werden muss. Sieht nicht so aus. Schon gucken wir mal kurz durch, ob noch irgendwo Kleinigkeiten sind. Die können wir jetzt sofort mit abarbeiten. Falls ich mich noch ein bisschen müde anhöre, wir haben gestern Abend ESC geschaut. Rudel gucken. Ein Projekt haben wir schon in den letzten paar Jahren gemacht. Wir haben uns ja mal wieder gottlos blamiert, wie wir das sonst die Jahre auch immer geschafft haben. Dann ja, wie man das halt so kennt aus Deutschland, haben wir uns natürlich wieder gottlos blamiert. Mit den Leuten, die da ankommen und so weiter, wo man sich dann auch denkt, ja, lasst es doch einfach bleiben. Es ist vielleicht einfach besser, die paar Millionen, die wir jedes Jahr in den ESC stecken. Natürlich genaue Zahlen kriegen wir jetzt nicht. Haben wir gestern auch mal kurz recherchiert, ob wir irgendwo sagen können, ja, die ESC kostet uns, weiß ich nicht, ein paar Millionen oder so. Ich glaube, 2017 haben die 64 Millionen insgesamt gekriegt oder 46. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube 46 Millionen und Deutschland ist also der größte Zahler dafür. Das heißt, wir bezahlen da, ich hätte jetzt gesagt, geschätzt so vielleicht 30, 40% vom ESC, hätte ich gesagt, hätte ich so aus dem Bauch raus bezahlt, zahlen wir aus Deutschland. Und dann blamieren wir uns da jedes Jahr bis auf den Knochen, ist ja Wahnsinn. Vielleicht sollten wir den ESC einfach für Deutschland abschaffen. Wir haben uns natürlich gestern wieder herrlich amüsiert, müssen wir einfach sagen. Also, wir konnten uns gestern Abend nicht beschweren. Wir haben uns köstlich amüsiert, die paar Stunden, die vier, die es waren. Ging ja von 9 bis 1 Uhr nachts. Haben uns wirklich herrlich amüsiert. So viel gelacht haben wir die letzten paar Stunden nicht. Also, konnte man echt sagen, war hervorragend, um mal wieder die Lachmuskeln zu beanspruchen. Also, wir haben uns da echt gottlos weggeschmissen. Ja, also die Künstler, ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht einfach mal ein bisschen was Prominentes hinschicken sollte oder irgendjemand, der auch singen kann, vernünftig singen kann, wir jedes Jahr mit unserem Müll, den die da hinschicken, ist ja Wahnsinn. Das macht's auch einfach in Deutschland nicht besser jedes Jahr. Also weiß ich nicht. Also die Millionen, die da reinfließen, die könnte man ganz gut in irgendwas anderes investieren, hundertprozentig. Schreibt den ESC einfach an die Wand und dann ist fertig. Ich glaube, das ist besser für uns. Oder schickt da vernünftige Leute, die auch mal singen können. Und nicht jedes Jahr mit so einem Müll um die Ecke kommen. Also wir blamieren uns da ja jedes Jahr aufs Neue. Das ist Wahnsinn. Das ist doch der größte Abfuck. Und nimmt doch keine Sau mehr ernst. Und steht da noch so ein Elton und liest die Punkte vor, wie so ein, weiß ich nicht. Da hätten die auch so einen Kiffer aus der Straße nehmen können, den Fuffi in die Hand drücken können, hätte sich die nächsten 10 Tage, hätte sich davon seinen Drug kaufen können und dann wären wir da noch besser rumgekommen. Mein Gott, wir haben es schon gesagt. Dann hörte der Sprecher auch noch auf, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Oh, ich hab den Namen vergessen. Da hört ja noch ein bekannter Sprecher auf, der die letzten 25 Jahre da den ESC gesprochen hat und so. Wenn ich das jetzt auf die Schnelle raus, wie der heißt, wahrscheinlich schon, denn ich habe mir irgendwo irgendwas abgespeichert, irgendeine Doku. Peter Urban geht in Rente. Ich glaube, der ist jetzt 75, wenn ich es noch im Kopf habe. Ist natürlich schon alter und da gönnt man ihm natürlich auch die Rente, alles gar kein Problem. Aber ich glaube, der ist froh, dass er den ESC nächstes Jahr nicht mehr moderieren muss. Der weiß nämlich, glaube ich, auch nicht mehr, was er sagen soll zu der deutschen Blamage jedes Jahr. Da kann man ja auch einfach langsam keine Worte mehr finden. Das ist ja eigentlich nur noch hochpeinlich für uns.
Oder wir sollten mal wieder androhen, dass wir den ESC abschreiben und dann nicht mehr mitmachen. Dann zahlen wir nämlich auch keine Steuern mehr. Dann werden wir wahrscheinlich wieder ein Jahr gewinnen. Wie wir das 2013 auch schon gemacht haben. Haben wir an Lena natürlich gewonnen. Dass wir weiter drin bleiben und viel Geld für die Scheiße bezahlen. Ich weiß nicht. Wir konnten uns auf jeden Fall herzlich amüsieren gestern Abend. Heute Nacht, heute Morgen, wie man es im Endeffekt auch betiteln möchte. Also wie gesagt, also wir hatten Spaß. Wir hatten gestern Abend echt Spaß und ja, teuren Spaß hätte man sagen können. Oh. Dementsprechend gerettet bin ich auch noch. Gestern war ein langer Tag. Eigentlich wollte ich schon früher ins Bett, aber dann kam ESC. Da haben wir die letzten paar Jahre auch immer Rudelgucken gemacht, auch ein Projekt. Dann habe ich dieses Jahr habe ich dann noch gekommen, dann guckst du auch mit durch und dann willst du ja alle Vergaben auch wissen und hier und da. Und ja, dann war halt Viertel nach eins oder so, bis ich dann im Bett war, war halb zwei, ja. Und dann heute Morgen wieder raus, der Upload läuft noch. Ich nehme jetzt noch ein bisschen auf. Eigentlich ist der Vorteil ist, Donnerstag ist Feiertag. Heute ist Donnerstag, heute ist Feiertag. Also bevor ich wieder Verkehrsversage, Christi Himmelfahrt ist heute. Es ist Feiertag. Das heißt, der einzige Vorteil ist, wir können an dem Tag kann man ausschlafen und kann ich dann noch ein bisschen aufnehmen zur Not. Falls ich noch ein bisschen LS aufnehmen will, obwohl ich eigentlich hätte ich wohl Bock auf LS. Eigentlich ist das noch nicht passt. Ich war heute Morgen auf unserem LS-Server. Aktuell ist Winter, aktuell ist nicht viel zu tun, deswegen war ich jetzt auch schon Woche oder so nicht mehr drauf. Ich habe nur noch mal kurz die letzten Sachen in die Biogasanlage geworfen, was wir haben. Aber wir können ab Freitag, also ab morgen, können wir Zuckerrüben machen. Weil da müssen nämlich die Flächen fertig und dat, die Zuckerrüben müssen unbedingt in den Boden. Dass die anfangen gedeihen, wir haben noch 200 kaufen konnte, die würde ich ganz gerne in neue Flächen investieren sofort. Und zack, auch Zuckerrüben drauf. Weil wir haben uns jetzt echt gut nach Silage ganz gut mit den Zuckerrüben über Wasser gehalten. Und die sind eigentlich ganz gut zu verarbeiten. Manche andere haben noch eine andere Biogasanlage, die haben dann auch eine Schnitzelproduktion gekauft und gebaut. Habe ich jetzt nicht vonnöten, wenn ich ehrlich bin. Die paar Kipper, die wir da durchkloppen, habe ich mit der Schnitzelschaufel da durchgekloppt. Letzte, wo Marcel am Roden war, habe ich mit der Schaufel die Schnitzel fertig gemacht. Das geht auch relativ zügig, also so 2,5 Tonnen. In die Schippe reinpassen, hast du so in 10 Stunden da durchgeschoben. Also das ist jetzt eigentlich alles relativ zeitlich relativ gut. Da kann man sich eigentlich so nicht beklagen. Guck mal, wir haben 5 Minuten. Wie sieht es denn allgemein linientechnisch aus heute Morgen? Es fährt schon alles, das ist schon schön. Guck mal, hier hat jetzt schon 52 km gemacht gestern. Jetzt haben wir noch was in der Mitte, das schließt natürlich so ein bisschen auf. Wo konnte man denn noch mal in der Forschungsabteilung was? Genau, 33% Dingserweiterung. Theoretisch können wir auch die, eigentlich können wir theoretisch jetzt bustechnisch auch alles erforschen. Was man mal eben gucken könnte. Warte, machen wir im anderen Browser sofort. Ja, klar. Dem Browser geht schon mal nicht. Also mich kein Browser. Linienweg. Stadtrundfahrt Hamburg. Top-Tour, Abendtour aktuell.
müssen auf jeden Fall noch. Kann ich euch zeigen? Theoretisch kann ich euch das zeigen. Zeige ich euch morgen. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder. Weitere Folge. Citybus, bis dann. Tschüss.